Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Karriere mit BWL TV. Wir befinden uns in der Steuerlehre. Heute geht es um den Unterschied zwischen dem Trennungs- und dem Transparenzprinzip. Also das Transparenzprinzip findet bei Personengesellschaften, das Trennungsprinzip findet bei Kapitalgesellschaften statt. Also diese unterschiedliche Besteuerung ist einfach darauf zurückzuführen, dass Subjektsteuern nur Steuersubjekte mit eigener Rechtspersönlichkeit erfassen. Deswegen unterscheiden wir grundsätzlich zwischen natürlichen und eben juristischen Personen, je nachdem eben, ob das Wirtschaftsunternehmen eine eigene Rechtspersönlichkeit hat oder eben nicht. So, und die Personengesellschaft, die hat eben jetzt im deutschen Steuerrecht keine eigene Rechtspersönlichkeit und deswegen kann die Steuerpflicht nur auf Ebene des Gesellschafters als natürliche Person entstehen. So, deswegen gucken wir uns jetzt das Transparenzprinzip mal genauer an. Wir haben beim Transparenzprinzip keine klare Trennung zwischen Unternehmens- und Anteilseignerebene. Liegt eben, wie der Name schon sagt, eine Transparenz vor. Das heißt, unser Blick, der geht wirklich durch die Gesellschaft durch, bis auf die dahinterstehenden Gesellschafter. Das heißt, es gibt keine Einkommensbesteuerung auf Unternehmensebene. Auf der Unternehmensebene gibt es nur eine Gewinnermittlung. Und dann erfolgt eben eine Aufteilung auf Gesellschafterebene und Besteuerung dann mit dem individuellen Einkommenssteuersatz. Das liegt eben daran, dass die Personengesellschaften nicht selbst Steuersubjekt sind, sondern die Gewinne werden eben der Gesellschafter unmittelbar den Gesellschaftern zugerechnet. Und deswegen wird eben bei der Besteuerung, wie gerade erklärt, durch die Gesellschaft hindurch auf die Gesellschafter sozusagen durchgegriffen. So, der Gegensatz zum Transparenzprinzip ist dann eben das Trennungsprinzip, hauptsächlich angewendet bei Kapitalgesellschaften. Hier erfolgt eine klare Trennung zwischen der Unternehmens- und der Anteilseignerebene. Auf der Unternehmensebene erfolgt die Besteuerung ganz normal, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Und auf der Anteilseignerebene, da müssen wir jetzt drei Fälle unterscheiden. Wir müssen uns angucken, wer ist denn überhaupt Anteilseigner? Wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, dann hilft der Blick ins Gesetzbuch, § 8b Körperschaftssteuergesetz. Dann gilt folgende Norm, also dann ist die Dividende zu 95% steuerfrei, wenn die Beteiligung größer gleich 10% ist. Handelt es sich um eine natürliche Person, dann fällt Abgeltungssteuer von 25% an. Ja, ist der Anteilseigner eine Personengesellschaft, dann gilt das Teileinkünfteverfahren, also 60% sind steuerpflichtig und 40% sind steuerfrei. Das heißt, bei diesem Trennungsprinzip, da sind die Kapitalgesellschaften jetzt einfach selbst Steuersubjekt. Das heißt, die Gewinne von Kapitalgesellschaften werden eben direkt bei denselbigen mit der Körperschaftssteuer besteuert. Und die Gesellschafter, die unterliegen dann eben mit ihren Gewinnen erst zum Zeitpunkt der Gewinnausschüttung der Besteuerung. Deswegen heißt es eben Trennungsprinzip, da die Gesellschaft und die Gesellschafter steuerlich getrennt voneinander betrachtet werden. So, meine Freunde, falls es noch Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare. Das war's auch schon mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.